Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Insoy, dem Charakterstudio. Weiter geht's diesmal mit Merry Christmas. Hier falsch, sorry. Merry Christmas. Der Frau von Santa Claus, den wir ja in der ersten Folge erstellt haben. Und jetzt geht's um eine Frau. Mal schauen, wie das rauskommt. Oder in welche Richtung wir da gehen werden. Ich finde, Santa Claus ist recht ziemlich gelungen. Sah ganz gut aus. Hat ein bisschen auch was von Santa Claus. Ja, doch, so etwas könnte ich mir vorstellen. Diese Richtung. Mhm. Vielleicht auch sowas hier. Die sieht ein bisschen älter aus. Aber hat einen asiatischen Touch. Ich würde die mal nehmen. Gehen wir direkt wieder weiter zum Gesicht. Was sein? Ich habe da so ein Bild im Kopf, wie die Frau von Santa Claus aussieht. Und da sticht das schon ziemlich gut eigentlich hinein. In der zweiten Reihe sind es die Haare. Müssen Sie mal ein bisschen von vorne anschauen. Wir bleiben bei den Haaren hier. Ups, nehmen allerdings ein bisschen was gräulicheres, aber trotzdem noch ein bisschen blond. Ich glaube, ich muss eher mit der Grundfarbe rein, so. Irgendwie so, sorry. Ja, kann man machen. So ein bisschen blond, weiß, gräulich, silber drin. Kann man machen doch. Die Haut.
als erstes was am passendsten? Das habe ich bei Santa Claus übersehen, dass man das hier machen konnte. Gut. Gefällt mir schon mal. Finde ich gut. Die Augen. Könnte diesmal vielleicht ein bisschen was Normaleres sein? Vielleicht einfach so ein gräulich-grün oder blau? Oder so Haselnuss? Würde zu den Haaren passen, theoretisch. Lassen wir mal so. Ich finde es doof, dass man hier links das nicht ausblenden kann, irgendwie. Man kann nur das ganze Haar ausblenden. Glaube ich zumindest. Das sieht ganz gut. So. Die Wimpern gibt es bei den Frauen schon mehr aus, als bei den Männern. Aber da müssen wir nicht übertreiben. Das ist eigentlich einfach die Dichte, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich bleibe einfach bei normalen Augen. Braun. Die Augenwimpern. Make-up. Das wird jetzt schwierig, denn ich habe so gut wie keine Ahnung von Make-up. Highlighter. Okay, ist so ein bisschen das ganze Gesicht. Würde ich jetzt mal lassen. Rouge können wir bei ihr auch machen, finde ich. Aber nicht zu krass. So ungefähr 50%. Sommersprossen. Ja, nee, warte. Okay, da sind immer Sommersprossen dabei. Sehe ich das richtig? Okay, sie hat sowieso schon Sommersprossen eigentlich, wenn ich das so sehe.
Wir lassen das hier das Erste. Obwohl. Und das Zweite. Lieber das Zweite. Das ist mit der Intensität runter, so. Lidschatten. Okay, das ist das. Okay, so leicht. Creme, braun, rot. Will passen. Natürlich, ich würde es besser finden, wenn es die Einstellung behalten würde. Wenn man das switcht. Und dann brauchst du es nicht, ne. Eyeliner. Okay, sowas. Gut, da wird es jetzt passen mit diesem Feenstaub, nehme ich es mal. Ein bisschen abgespaced. Okay, das ist ganz minimal. Doch, doch. Können wir machen. Ich meine, sie darf ja schon schön aussehen. Und geschminkt sein. Lippenstift nehmen wir mal, glaube ich, einfach so, wie es hier ist. Dann gehen wir in die Bearbeitung des Gesichts Silber hinein. Schwierig. Nee, lassen wir mal.
Müssen wir, glaube ich, in der detaillierten Bearbeitung noch ein bisschen bearbeiten. Das Kinn sieht jetzt ziemlich spitz aus irgendwie. So. Sah vorhin, ja, so sieht es irgendwie besser aus. Ich finde das Bearbeiten immer ziemlich schwierig irgendwie. Damit man es nicht ultra verhunzt. Was kann man hier machen? Ach so. Okay. Eine Gesichtsform passt mir eigentlich schon gut. Die Nase. Finde ich theoretisch auch schon gut. Vielleicht so ein bisschen Smile ins Gesicht, natürliches Grinsen. Ja doch, mehr muss man ehrlich gesagt gar nicht machen, finde ich. Körper. Ja, so 40% Körpergewicht. Da sie darf ein bisschen mehr Muskeln haben als Santa Claus. Schließlich macht sie ja ein bisschen mehr die Arbeit von ihm. Dann kommen nehmen wir 50, 40. Sieht sie zumindest noch ein bisschen fit aus. Das ist ein weirder Punkt. So, das sind die Schultern. Manche Punkte sind irgendwie noch ziemlich weird zum zum Anfassen und bearbeiten. Noch hier wieder muss man irgendwie komisch weird runterschauen, um das alles zu bearbeiten. Finde ich ein bisschen doof. Oder man kann vielleicht irgendwie mehr runtergehen, ich weiß nicht. So. Finde ich gut. Dann nehmen wir mal kurz alles wieder weg. Sorry dafür. Aber so finde ich es am einfachsten.
Schade, kann man hier das Zeug nicht einfärben. Ich glaube, ich bleibe mal einfach bei... diese Kombination hier. Schuhe. Was trägt Merry Claus? Merry Christmas. Absatzschuhe könnten passen, theoretisch. Die roten oder schwarzen, je nachdem. Stiefel. Ja, wenn am ehesten die. Slipper, nee. Wow. Würde ich sehen. Vor allem auch schon in dieser Farbe. Ich glaube, es gibt so ein... wir könnten vielleicht so ein bisschen Kleid machen, dass es so in dieser weinroten Farbe ist, möglicherweise. Hier würde ich jetzt gerne mal was ausprobieren. Mal schauen, was passiert. Das finde ich ein ziemlich cooles Feature. Geht, glaube ich, auch... naja. Naja. Geht, glaube ich, auch im Baumodus. Vielleicht Christmas Tree. Mal schauen. Ja, ich weiß ja nicht. Es ist eine schöne Idee, aber ich glaube, wir kommen dann nicht auf den grünen Zweig. Stars. Sterne. Könnte vielleicht eher passen. Naja. Ist nicht genau das, was ich suche. Ich versuche mal gerade noch was anderes. Christmas Wrap. Heißt das so? So. Geschenkpapier. Mal schauen. Also da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Aber es sieht grässlich aus. Nee, das können wir nicht machen, nee. Nee. Wie heißen diese Dinge? Zuckerstangen? Versteht das die KI in Deutsch? Ich weiß nicht, wie die Dinge in Englisch heißen. What? Was ist das? Hä? Okay, es ist absolut nicht das. Oder wird man es zusammenschreiben? Vielleicht. Ja, nee, dann kommen einfach solche Bilder. Ich weiß nicht genau, was man da eingeben muss, um aufs Ergebnis zu kommen.
What the fuck? Nee. Vielleicht irgendwie sowas? Vielleicht eher mehr beschreiben? Ist absolut nicht das, was ich suche. Schade, 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 schade. Dann lassen wir es mal so. Wie gesagt, ein Kleid wäre schön. Passend. Falls es sowas gibt, was ich hier suche. Aber es sieht leider irgendwie nicht so aus. Alles irgendwie nicht. Höchstens das vielleicht. Aber es hat auch nicht das, was ich suche. These outfits were created by designers using Chloe and Marvel's designer. So, nee, dann kommt das ganze Outfit weg. Windjacken, Cardigan, Jacke mit Verschluss, Westen. Nee, das ist alles nicht das, was ich suche. So. Höchstens vielleicht das hier. Das sieht eher so ein bisschen Oma-mäßig aus. Gefällt mir jetzt nicht. Das ist zu kitschig, zu weiblich irgendwie. Zu. Ja, könnte man theoretisch machen, aber es sieht fast ein bisschen zu dann eher sowas hier, vielleicht in dieser Farbe, den Farbcode mal kurz kopieren. Das ist natürlich mega rot angelegt. Finde ich das gut? Ich weiß nicht. Schwierig. Muss man vielleicht eher die Strümpfe wechseln? Eine andere Farbe. Nee, stimmt, wir müssen sein. Das würde theoretisch gehen. Diese Farbe ist ein bisschen grau. Ton. Ja, doch. Ich glaube, ich gehe mal damit.
glaube, bei diesem Kleid kann man auch wieder zwar nichts ändern, groß. Ich weiß halt nicht, wenn man das hier jetzt löscht, ist das ganze Outfit weg oder wird einfach das hier bloß entfernt? Egal. Ist alles eigentlich egal. Accessoires. Eine Brille würde ich hier eigentlich auch wieder sehen. Sowas hier oder so, eher sowas. Die würde passen. Was hat die für eine Farbe? Hauptfarbe. Kann man die irgendwie goldig machen? So ein bisschen. Wechselt die Farbe nicht. Das war wahrscheinlich ein Bug. So, finde ich gut. Halsketten, hier sieht man wenigstens die Ketten. Was ist das? Irgendwelche Edelsteine. Ja, eher sowas Dezentes. Das wird auch passen. Ich würde das jetzt hier noch sehen, gerade in dem Gold-Look. Ohrringe könnte man sehen vielleicht. Ja, das hier. Haare. nee, absolut nee. Gibt's hier irgendwas ein bisschen so Richtung? Ist das nicht ein bisschen zu viel? Ich glaube, es ist ein bisschen zu viel. Nee, vielleicht sowas. Sieht auch ein bisschen so matt aus. Würde ich jetzt noch gut finden. Thank you.
Können wir dich kurz von weitem sehen? Doch, doch. Doch, finde ich gut. Ich glaube, wir haben alles. Wähle eine Eigenschaftskategorie. Okay, sind das Ehrenämtler? Freundlich und großzügig, kompetent und ambitioniert, Energiebündel, einzigartig und kreativ. Introvertiert, erfinderisch, feinfühlig, kreativ, geheimnisvoll, neugierig, kreativ, romantisch, kompetent, entdeckt. Sowas würde vielleicht auch passen. Waghalsig, dominant, impulsiv, aggressiv, extrovertiert, Erfolg, Autonomie, Vergnügen und Autorität. Selbstbewusst, waghalsig, dominant, selbstständig, beherrscht, gelassen. Autonomie. Künstler, Individualist. Koexistenz, Erfolg, Autonomie, Liebe, introvertiert, erfinderisch, feinfühlig, kreativ, romantisch, kompetent. Ich glaube, ich nehme das hier. Selbstbewusst, waghalsig, dominant. Ich glaube, sie hat ein bisschen mehr so die Hosen an. Führungspersönlichkeiten sind stark und selbstbewusst sowie belastbar und beherrscht. Sie hören sich die Meinung anderer zwar an, aber vertreten und verteidigen gleichzeitig ihre eigenen Ansichten vehement und entschieden. Ihre Führungsqualitäten zeigen sie, indem sie nahestehenden Personen schützen sowie allgemein eine freundliche und entgegenkommende Art an den Tag legen. Im Stillen jedoch beurteilen sie andere und sind auf eine strategische und achtsame Herangehensweise bedacht. Genießt Gelegenheiten, eine Führungsrolle zu übernehmen, fühlt sich häufig selbstsicher, Verärgerung hält länger an, spricht gegenüber Geschäftliches, baut Probleme, problemlos familiäre Beziehungen auf. Nehmen wir. Dann geht's ab ins Studio mit dir, in die gleiche Wohnung. Doch, finde ich gut. Das Lachen, naja. Das sieht gut aus. Ja, 6. Ich nehme mal Pose 6. Fotomodus. 16:9. Können wir? Hoch. Das Kamerawinkel drin so. Ich müsste mehr zu uns schauen irgendwie.
Dann bräuchte man zwei Leute. So, dann hätten wir das. Schließen wir auch ab, dann wird er gespeichert hoffentlich. Merry Christmas, sehr gut. Gehen einfach mal kurz in die Erstellung abschließen und einreichen so. Sehen wir zwar wieder das hier, was zwar nichts bringt. So, gut. Sollte hoffentlich gespeichert sein. Würde ich sagen, war es das für diese Folge wieder von InZoi. Ich finde, ist mir auch gut gelungen. Zumindest was man hier zur Verfügung, mit dem, was man hier zur Verfügung hat. Merry Christmas und der Weihnachtsmann können hoffentlich dann im richtigen Spiel in einer Familie sein. Das könnte lustig werden. Gut, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht mal schauen, ob ich noch jemanden erstelle oder nicht. Von daher, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.